Am 26. November 2014 haben sich die Netzwerkpartnerinnen und Partner der Initiative Schulqualität Allgemeinbildung, SQA, zum fünften Mal in Wien getroffen. Dabei wurden gemeinsam Erfahrungen und Wissen über die Entwicklung von Schulqualität ausgetauscht. Im Zentrum des SQA-Netzwerktreffens stand diesmal das Thema Qualität, das von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde. Die Netzwerkgruppe hat festgestellt, dass in den letzten 2 Jahren, seit SQA läuft, einfach immer klarer sichtbar wird, welche unterschiedlichen Zugänge und Definitionen von Qualität es auch im Schulbereich gibt. Zu Beginn berichtete SQA-Bundeskoordinatorin Anna Lasselsberger über aktuelle Entwicklungen im SQA-Prozess. Anschließend gab es kurze Impulse zur Frage, was heißt denn nun eigentlich Qualität? Qualität hat für mich 2 Aspekte. Das eine ist die sogenannten Hard Facts, das heißt, dass man wirklich messen kann, wie schnell ist das System. Und dann aber die Herausforderung, wie wird das System, also wie gut wird das System empfunden von den Leuten, die damit arbeiten. Und natürlich muss das alles gut zusammenspielen. Das sind wie passende Teile und natürlich muss die Qualität jedes einzelnen passenden Teils muss so gut sein, dass dann insgesamt dieses System so funktioniert, wie es funktionieren soll. Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht die Ware. Für uns stellt sich natürlich immer die Frage, was ist in der Schule das Produkt und was und wer sind die Kunden? In Gruppen wurden verschiedene Fragen diskutiert. Was bedeutet Qualität in unserem Bereich und in unserer Funktion? Was erwarte ich von anderen Funktionen? Anschließend wurden die Ergebnisse zum Thema Qualität im Plenum zusammengetragen und diskutiert. Wir sind inhaltliche Netzwerkpartnerinnen. Da geht es dann darum, sehr genau zu schauen, wie ist denn der Bedarf in den Schulen, was muss ich denn eigentlich alles wissen über die Schulentwicklungsprozesse und auch über den Bedarf von Lehrern und Lehrerinnen, von Schülern und Schülerinnen zu den Themen. Das Wichtige ist dabei, dass unsere Ziele, unsere Rollen und unsere Methoden von Klarheit geprägt sein müssen. Weitere Informationen zu SQA gibt es unter www.sqa.at. Das nächste SQA-Netzwerktreffen findet im Mai 2015 statt.